Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS19 zu unserer kleinen Reihe Tony und Hans reisen um die Welt. Und nachdem wir in der letzten Folge in Großbritannien waren, sind wir wieder in Amerika gelandet. Und zwar, ja, ich glaube, jeder, der dies jetzt sieht, weiß, wo wir sind. Wir stehen auf der Gold Quest Valley. Sie hat auch gerade wieder ganz frisch ein Update gekriegt. Und die werden wir uns jetzt anschauen. Wie wir sehen, wir haben immer noch 31 Felder, das ist gleich geblieben. Aber aktuell sind jetzt wieder die Schweine heute raufgekommen, die Schweine und die Schafe sind raufgekommen, die Kühe sind schon beim letzten Update mit raufgekommen. Dann wurde jetzt auch das Bahnhofssilo überarbeitet. Station Zentrum, Stadt, na, Station Central ist jetzt auch wieder überarbeitet. Man kann da wieder was, wohl angeblich wieder was reinkippen und es auch wieder verkaufen. Wie wir sehen, alle drei Zugstationen haben jetzt ihren eigenen Namen gekriegt. Station Town, Station Nord und halt Zentral. Ja, ich würde mal sagen, wir starten mal wieder ganz klassisch mit dem Fuhrpark. Wir haben am Anfang den Fiat, zweimal den K72 10 Pro haben wir da, den Drescher, den New Holland Drescher, den Pickup haben wir da, den Anhänger, den guten Straubmann, den am Anfang, den kleinen Schneidwerker zur Gruppe, Sämaschine, Gewichte, große Pferdestall, große Schafsweide, großer Schweinestall, Hühnerstall. Der optisch mal ein bisschen anders aussieht wie die Standarddinge, weil das ist halt der alte von hier. Die große Kuhweide, das große, große Silo ist jetzt auch endlich zum Verkauf drinne. Fahrsilo, Schuppen, noch ein Schuppen, noch ein Schuppen, das gilt auch als Schuppen, das sind halt diese Betonteile. Betonhallen, mehr als genug mittlerweile, sogar hier auf der Karte. Ja, das ist so der Stadtfuhrpark. Würde man sagen, wir schauen uns einfach mal kurz den Hof an. Wir haben hier auf dem Hof diese gute alte Beton. Man kennt die Hallen noch, ne? Die waren halt auch schon im 17er. Im 17er stand hier noch alles voller Fässer. Da stand der Baum nicht. Da standen da drei Fässer rum, die man halt immer wieder umgefahren hat. Dann hat man hier den Werkzeugschuppen. Wäre cool, wenn der halt noch einen Werkzeugtrigger hätte. Man hat denn hier halt noch die Halle. Im 17er war sie bis hier. Deswegen hier die Spur. Da war das halt die gewesen, die hier hinten in der Mitte offen war. Wo nur außen die Wand hinten drin war. Ja, hier haben wir das Farmhaus, was auch mit Schlaffunktion mittlerweile sein soll. Wir sehen, wir sind in Amerika. Ja, hier haben wir den Fiat stehen. Oh, der Zaun ist auch neu. Der war letztens noch nicht, glaube ich, ne? Der ist neu. Bin ich jetzt der Meinung. Ja, hier haben wir den Hühnerstall, den Gockelhausen. Hier oben ist immer noch die Scheune gleich zum Verkaufen von Stroh. Also hat man wirklich nicht weit zu fahren vom Hof. Man hat hier gleich das Hofsilo. Auch am Hofsilo steht eine Halle. Ich habe die immer oder nutze die halt immer ganz gerne für meine Schneidwerke. Da kann man die schön gerade reinziehen. Und da hinten haben wir halt noch so ein Beton. Dann eine Betonhalle. Viel gibt es hier auf dem Hof nicht zu sehen. Ist halt der Standardhof auf dem 17er. Auf Gold Crest Valley. Aber man kann hier wirklich sehr viel arbeiten. Einziges Manko auf dieser Karte, das haben wir halt auch schon in den Streams angesprochen, ist, wenn du Grundstücke rundherum kaufen willst, wie ihr seht. 908.000, 285.000, 251.000, aber ich glaube 908 war jetzt das größte, was am meisten kostet, ne? Ja, 908, das kommt hin, ist das Grundstück, was am meisten kostet. Das ist dann natürlich auch ein recht großes Grundstück. Das kostet wirklich am meisten, muss man so sagen. Sonst geht das eigentlich alles von den Größen her. Also da sind die Preise noch okay, aber hier 908.000, um das zu erarbeiten. Da bist du natürlich eine Weile bei. Das war auch so teuer, ne? 380.000. Ja, das ist einmal so der Hof. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal von oben an. Auch alleine, wie sich das jetzt mit den Schweineställen und so ergeben hat, das möchte ich mal sehen. Ist das noch genauso wie damals? Hier ist der Haupthof. Hier ist wieder der berühmte Briefkasten, den ich eigentlich in fast jeder Folge jeden Stream umgefahren habe. Außer Multiplayer, da fährt man da ja einfach nur durch. Ja, kleiner, feiner Hof. Die drei Felder gehören einem wie immer noch. Und dann würde ich mal sagen, starten wir ganz unten in der Ecke beim Viehhändler und Mary's Farm. Das ist natürlich so geblieben. Natürlich eines der größten Felder hier hinten. Hier haben wir Mary's Farm. Hier haben wir schon sehr, sehr viel hinverkauft. Hier ist der Viehhändler. Auch hier stehen Hallen, die kann man auch alle verkaufen. Schauen wir uns natürlich gleich an, wie es ist. Slotverbrauch am Anfang. Hier steht eine rum. Die sind alle zum Verkaufen. Hier steht eine rum. Ne, hier hinten steht weiter keine. Doch hier am Kuhstall. Hier ist das große Durchfahrsilo. Der Kuhstall ist da. Man kennt ihn, ne? Das ist noch wirklich derselbe wie im 17er. Och, da ist sogar schon Futter drin, wie ihr seht. Cool.
Ja, hier der Gürtel Trigger ist jetzt hier an der Seite gelegt. Der war damals ja woanders. Ich weiß gar nicht, der war damals. War der Gürtel Trigger hier neben, ne? Glaube ich. Hier ist der Gürtel Trigger. Ach, dann ist das bestimmt der für. Dann soll das bestimmt der Spawnpunkt für Müll sein. Ah, gar nicht der Gürtel Trigger. Da kriegt man die Dings. Ja. Ja. Hier kriegst du den Mist nochmal raus und hier ist der Gürtel Trigger. Gut, das ist der für Milch. Ja, das ist denn der Kuhstall. Fliegen wir mal einmal rüber. Hier haben wir den Shop. Große Verkaufsstelle, also hier kriegst du auch wirklich viel hin. Warum die Fahrzeuge mittlerweile mit dem Fahrerhaus immer Richtung Shop stehen, weiß ich nicht. Früher standen sie so, dass du einsteigen konntest und gleich losschießen konntest. Jetzt fährst du, wenn du geradeaus fährst, gleich ins Haus. Bums, Feierabend. So, dann kommen wir jetzt zur Spinnerei. Die befindet sich immer noch hier. Die hat sich auch nicht geändert, die ist noch genauso wie damals. Ich meine, viel verändert hat sich sowieso nicht vom 16er, vom 16er genau. Vom 17er hier zum 19er rüber. Hier ist eine Verkaufsstelle. Halt, wir wollen da hoch. So, aber wie gesagt, viel verändert hat sich nicht. Hier ist hier das große Bahnhofssilo. Kann man halt mitnutzen, die Bahnhofssilos, damit man in sein Silo halt, wenn das Silo voll ist, kann man die mitnutzen. Haben wir halt auch damals mal gemacht, wenn wir wirklich zu viel geerntet haben. Hier ist die Verkaufsstelle für Silo. Fliegen wir mal den Weg lang, dann kommen wir zum Sägewerk. Dies ist hier, ist auch immer noch das gute alte Sägewerk. Verkauft der Hackschnitzel. Hier verkauft er das Holz. Dahingestellt, hier drauf gedrückt, fertig. Holz weg. Jetzt kommen wir hier oben zur nächsten Verkaufsstelle. Die, glaube ich, kann man auch verkaufen, die Halle. Hier oben werdet ihr Gülle los. Normale Verkaufsstelle. Dann kommen wir zur BGA. Bei der BGA ist auch gleich die Molkerei. Hier. Das soll die Molkerei darstellen. Ob das nochmal überarbeitet wird, lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall ist das die BGA. Zwei Silos. Zwei halt auf 19er angepasst. Im 17er waren sie ja noch ein bisschen anders. Da war die ganze BGA noch ein bisschen anders. Aber es ist halt alles angepasst ein bisschen, ne? Also ein bisschen verändert hat sich doch was auf der Karte. Hier ist der Schweinestall. Das ist natürlich jetzt der normale Standardschweinestall, wie im aus dem 19er, wie wir ihn alle kennen. Damals stand er halt so längs hier. Da hast du auch nur diese Halle hier gehabt. Hier hast du jetzt noch die dazu gekriegt. Wir haben uns ja damals immer ganz gerne noch hierher ausgebreitet. Hier noch eine Halle gestellt und. Ja, schöner kleiner Schweinestall. Wir müssen noch einmal hier rüber. Hier ist Zugdepot Ost. Die meisten, die aus dem 17er, die aus dem 17er geguckt haben, kennen gerade dieses Dach. Hier ist ja damals mal eine Wollepalette drauf gelandet, wie auch das auch immer ging. Ja, auch bei den Schafstall haben wir zwei Unterstände gekriegt. Und der Schafstall ist natürlich auch der aus dem 19er. Damals, wenn wir richtig sehen. Nee, schon der Schafstall auch so. Stimmt, da war die Weide auch nach hinten. Bloß der Schafstall war halt ein bisschen anders gewesen. Ja. Haben wir uns damit schon alles auf dieser Karte angeguckt, ne? Nee, da hinten haben wir noch. Bei Feld 13, das war natürlich die Verkaufsstelle, die, nachdem die Karte das erste Mal rauskam, extreme Probleme gemacht hat, weil sie diesen Trigger, den Verkaufstrigger, doppelt gelegt haben. Es war der originale drunter und dann lag noch einer oben drüber. Das war am Anfang wirklich ätzend gewesen. Ja, was noch anders ist, im Gegensatz zum 17er, dieses Feld ist eine reine Wiese. War es damals natürlich nicht. Damals war es ein normales Feld. Jetzt ist Feld 9 eine reine Wiese am Anfang. Hier unten ist immer noch die Baumschule. Das ist auch so geblieben. Ja, im Großen und Ganzen muss man sagen, hat sich nicht viel vom 17er zum 19er verändert. Hat sich halt ein kleines bisschen grafisch verändert. Aber sonst ist das große Ganze gleich. Was zum Beispiel nicht mehr ist, ist hier die Wasserstelle. Hier stand ja immer der Brunnen. Hier stand er so. Da stand immer der Brunnen. Konnte man sich Wasser holen, ist auch nicht mehr. Den gibt es nicht mehr. Man muss sich jetzt halt selbst den Wassertank hinpflanzen. Aber ich denke mal, das ist das kleinste Problem. So, jetzt gucken wir mal einmal ganz kurz, was sagen die Slots. Aktuell 515 Slots. Muss man sagen, ist gar nichts, ne? Für die ganzen Sachen, die hier draufstehen. Allein die ganzen Deko-Sachen. Wir verkaufen einfach mal alles. Dauert natürlich jetzt mal kurz. Aber mich interessiert halt, was wir hier am Ende für Slots haben. Ich meine, ich weiß ja schon, weil Michel und ich damals einmal alle Karten geguckt haben für unser Projekt Real Farming. Was ja diese Woche leider nicht auf meinen Kanal kommt. Aber deswegen kommen halt ein paar mehr Kartenvorstellungen. Aber ich denke mal, das ist nicht so das Problem. Ja, weil der Hans ist natürlich fleißig in der Ernte, deswegen ist der Toni leider allein unterwegs. Aber ist ja nicht das Problem, bei mir auf der Karte arbeitet der Heino fleißig.
Also kann ich auch fleißig durch die Gegend reisen und mir ein paar schöne Höfe angucken. 338 Slots sind am Ende, wenn wirklich alles verkauft ist. Dann sieht die Karte natürlich ein bisschen nackedig aus, ne? Ich meine, eine schöne große Fläche, ne? Kann man gleich umflügen. Zack, durchflügen und Feld draus machen. Wo bin ich denn hier bei Feld 4? Was war denn hier gewesen? Ach, der war hier der Pferdestall. Ah, den habe ich natürlich gerade gar nicht, auch gar nicht mehr für voll genommen, weil halt Pferde damals nicht waren. Das war jetzt mein Fehler. Ja, das war auf jeden Fall einmal die Karte. Gold Press Valley. Schauen wir mal, wo es uns als nächstes hin verschlägt. Ihr könnt mir ja auch mal gerne in die Kommentare lassen, welche Karte ich mir als nächstes angucken soll. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das macht. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen nach oben da. Würde ich mich sehr darüber freuen. An die Neuen, lasst ein Abo da. Und damit bin ich raus und sag, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.